Die Jagd ist die Urform aller Spiele. Die Jagd bietet ein großes Schauspiel. Die Jagd ist eine ernste Sache. Sie duldet nichts anderes. Die Jagd ist eine Leidenschaft. Die Jagd ist eine Sucht. Die meisten Jäger sind fanatisch. Einer der erstaunlichsten Augenblicke ist es, wenn wir jenes Rascheln vernehmen, das die Nähe eines verborgenen Lebens verkündet. Einer der erstaunlichsten Augenblicke des Lebens ist es, wenn das Tier auf der Bildfläche erscheint. Es war Dezember. Der Vater hat uns zu Weihnachten eine Ausrüstung geschenkt. Der Steinhut am Meer war zugefroren. Hier hatten sich die großen Karaben eingebettet und hielten Winterschlaf. Sie glänzten in der kalten Januarsonne. Einige braun und schwarz. Die meisten metallisch, von dunklem Erz und Bronztönen. Bis zum bestürzenden Feuerrotgold. Die Jagd konnte beginnen. In meinem 7. Lebensjahr entdeckte ich die Schmetterlinge. An einem wolkenlosen Sommertag erspähte ich auf der Eckenkirsche voller Entzücken einen leuchtend gemusterten Schwalb im Schwanz. Ustin, unser Hausmeister, fing ihn mit meiner Mütze. Ein tiefsamtener, langbeiniger Schwärmer, den meine Mutter mit Äther ins Jenseits beförderte. Anschließend zeigte sie mir, wie man ihn spannte. Die Schönheit der Goldkaraten wird noch übertroffen durch eine Edelsteinkohorte, die den Namen Coptolagus trägt. In China, Korea, am Amur liegen ihre Residenzen. Verwandte Stämme zweigen sich bis auf die Verwandten. Japanischen Inseln ab,
Sizin Delhi wiederum kann man als Luxusausführung der Karawane betrachten. Sie haben sich das Licht- und Luftreich ausgewählt. Mit ihren langen, schmalen Beinen sind sie vielmal schneller als die Karawane. Weit eleganter, leichter, wendiger. Von nun an wurde alles von einer einzigen Leidenschaft beherrscht. Mein erster Gedanke am Morgen gehörte den Schmetterlingen. Mit 12 träumte ich von einer Schmetterlingsjagd auf dem Kamm des Karakorum. Mit 13 jagte ich am Ufer der Orodesch Apollofalter. Seltsame Schmetterlinge aus uraltem Geschlecht. Mit raschenden, glasenden, halbdurchsichtigen Flügeln und kätzchenartigen, seidenweichen Hinterleib. Mittag. Es ist windstill. Die Natur schweigt. Das ist die Stunde der Zizindelijagd. Es gibt wenig, das reicher und stärker ist als die Erregung entomologischer Erkundungszüge. Dazu gehört das akute Verlangen, allein zu sein, da jeder Begleiter den konzentrierten Genuss meiner Manie im Wege steht. Es darf weder zu kühl noch zu warm, weder zu feucht noch zu trocken sein. Nicht mehr Bewusstsein als nötig ist. Das ist das Ziel. Das Auge ist von allen Einzelheiten, der Geist von allen Gedanken befreit. Man harmoniert mit der Luft, wird mit ihr fast identisch. Am meisten genieße ich die Zeitlosigkeit, wenn ich unter seltenen Schmetterlingen und ihren Futterpflanzen stehe. Es ist wie ein kurzes Vakuum, in das alles strömt, was ich liebe. Ein Gefühl der Einheit mit Sonne und Stein. Ein eidechsenhaftes Behagen zieht ein. Ohne Zweifel ist das ein Glücksgefühl. Das ist Ekstase. Vielleicht sind wir alle zum Jagen geboren und töten ist unsere Aufgabe. Nur was wir dem Tode anvertrauen, erhält sich in seiner unvergänglichen Essenz. Die Jäger töten das Schöne besonders gern. Die Sandläufer haben mich schon immer fasziniert. Vielleicht, weil die Bewegungsart dieser Käfer der meinen entspricht. Halten sich ruhig, fassen ein Ziel ins Auge und schießen darauf los. Verharren dann wieder in Ruhe. Den Schmetterlingen, besonders den großen, schön gefärbten Arten, wendet sich eine Neigung zu, die fast jeder einmal empfunden hat. Das Aufschlagen der Flügel hat etwas Umwerfendes. Geschieht es in Intervall, so fühlt der Betrachter ein lustvolles Behagen. Ihm teilt sich der Rhythmus des Lebens mit, dem auch sein Herzschlag folgt. Der Schmetterling erinnert an den Vogel, den er an Leichtigkeit noch übertrifft. Daher erweckt er Vorstellungen von feinster Verstofflichung. Die Käfer bieten sich dem Auge nicht mit solcher Grazie dar. Sie sind stoffhafter, härter. Und der Schmuck der Erde eher den Früchten als den Blüten
eher den Muscheln und Kristallen als den Vögeln verwandt. Sie offenbaren ihre Schönheit nicht mit einem Schlage. Und so kommt es, dass ihre Liebhaber meist beständiger sind als die der Schmetterlinge. Schmetterlinge riechen nach Moschus, Vanille und Zitrone. Schmetterlinge riechen nach Veilchen, Erdbeeren und Rosen. Schmetterlinge sind unendlich intelligenter als Menschen. Schmetterlinge sind mir näher als alles andere. Schmetterlinge sind einfach vollkommen. Käfer sind wirklich die erstaunlichsten Wesen, die, wenn man sie sich vergrößert denkt, jeden Saurier an Seltsamkeit weit übertreffen würden. Die Schönheit der Käfer ist bestürzend. Ich kann mich nicht an ihnen satt sehen. Der Anblick der Käfer ist mein Lebenselixier. Die Käfer sind schön. Nachtfalter fängt man mit Zuckerkringel. Nachtfalter fängt man mit einer Mischung aus Melasse, Bier und Rum. Ein wichtiger Teil dieser Jagd besteht in der Erkundung von Fraßspuren. Hat man ein angenagtes oder durchlöchertes Blatt entdeckt, ist der Käfer nicht fern. Der Traum eines jeden Lepidopterologen ist die Hoffnung, das erste Exemplar einer der Wissenschaft unbekannten Art zu fangen. Der Fang eines sehr seltenen oder sehr ortsgebundenen Falters. Kreaturen, die man auf den prachtvollen Tafeln berühmter Bücher verzückt betrachtet hat und die man nur im Fluge in ihrer natürlichen Umgebung sieht. Innerhalb der ungeschenkten Familie der Zitzendelen zog mich eine Zeit lang die einfarbigen Arten besonders an. So die rotkupfrige Maurer des östlichen Mittelmeers, die blaue Krypta, die rote Strangania. Die feuerländische Zitzendela ist auf den ersten Blick als solche nicht zu erkennen. Sie ist ein stahlblaues Wesen mit korallenroten Beinen und hebt sie von allen anderen durch ihre gekerbten Flügeldecken ab. Einem solchen Wesen in seiner Natur zu begegnen, gehört zu den Träumen eines jeden Liebhabers. Die Rollen und die Unruhen der literarischen Inspiration sind nichts im Vergleich mit dem Entzücken auf einem Bergkamm im Iran oder in Peru eine in der Literatur noch nicht verzeichnete Spezies zu entdecken. Hinzu kommt noch das sportliche Element. Das Glück, das man haben muss, die rasche Bewegung und die gesunde Körperanstrengung, die glühende und mühsame Suche, die damit endet, dass einem das seidige Dreieck eines geschlossenen Falters im Handel liegt. Meine besondere Neigung aber gilt den dunklen, plumpen Primelien und den buntgefleckten Arten der Gattung Milaris. Die Pymelien bewohnen die Länder am Mittelmeer und strahlen von dort nach Nubien, Indien, zum Senegal und den Kanaren aus. Noch weiter dehnt sich das Gebiet der Milabriten aus, überquerten den Balkan, die Krim, bis nach Transkaspien, Syrien, den Kaukasus, der Tsungarei, der Mongolei, Sibirien, Tibet und der Wüste Gobi. Ich habe Schmetterlinge in verschiedenen Landstrichen und Verkleidungen gejagt. In Knickerbockern und Großmütze, in Flanellhosen und Maskenmütze, in Knickerbockerhosen und Panama-Hut, in kurzen Hosen hutlos. In einem neuen Leben, in Ostsibirien, Altai, Ferghana, Pamir, Westchina, Mongolei, Tibet, auf den Inseln des Gobi-Meeres und in der Lobküste. Am liebsten jage ich mit nacktem Oberkörper.
auf seiner Zitrosenblüte, eine Pilosella, auf einem Kürbisgewächs, eine Epidachna, in den mächtigen hellblauen Körben der Artischockenblüte, ein dunkler Zitronide, in einer Löwenzahnblüte, ein Trichodes, und auf einer Tollkirschenblüte, ein seltener Chrysomenide. Mein Interesse gilt hauptsächlich den europäischen und amerikanischen Hochgebirgsschmetterlingen. Ich war noch nie in den Tropen auf Anreise. Die besten Jagdhunde sind die Sierra Madre in etwa 2400 Meter Höhe, einige Canyons in der Nähe von Efton, die Wälder, Wiesen und Feuchtgebiete um den Tobwati Pass in der dritten Juliwoche. Am reichsten bestellt sind die Wechsel der Urwaldschneisen am Amazonas und der Sandsteif am Wasserfall von Magos bei Makassar. Dort tummeln sich Ziegel und orangerote Melabriden. Dort landet der feinliche blaue, rothalsige Önas. Mit ihm die smaragdene Zerokoma. Auf den Steinplatten kriechen schwerfällige Lebiden in schwarzen und blauen Panzern. Von einem Feigenbusch fliegen der violette Iolodes, eine karneolrote Anoxia, eine türkiskühne Trinensis, sammelbraune Kolebolen und goldene Zetoniden. Entomologisch gesehen muss dieser Ort ein Paradies sein. Riesige gemeine Pfauennachtfalter, Kibo-Perlmutterfalter, blaue Pfauenaugen, roter Terrapier, afrikanische Schwalbenschwänze, korsische Schwalbenschwänze, 40-farben getönte Albino-Weibchen, Heilfeichtel-Perlmutterfalter, Atlas-Rapsweißbär, Fatma-Bläulinge und grüne Zipfelfalter. Zick, 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 zick. Die Jäger folgen den Gewohnheiten des Wildes, dessen Lieblingsplätze zugleich die ihren sind. Jäger und Wild sind aufeinander angewiesen. Es muss eine enge Verwandtschaft geben zwischen dem Verfolgten und dem, der ihn verfolgt. Zipfelfalter heran, der sich elegant
auf einem Zweig niedergelassen hatte. Auf seiner schokoladenbraunen Unterseite konnte ich deutlich das weiße W erkennen. Oft fehlt dir nicht nur das Netz, sondern auch der Exhaustor. Auf diese Weise ging mir ein Uferläufer. Gredarus. Gerade zu einer Zeit, während ich einer besonderen Neigung zu diesen behenden, teils dreifarbigen, teils stahlblauen Wesen verfallen war. Da hätte ich gerne einen Exhauster bei mir gehabt. Jede Art hatte ich schon so lange haben wollen. Und als ich nahe genug war, schlug ich zu. Man hat Tennismeister stöhnen hören, wenn sie einen leichten Ball verpasst hatten. Einmal habe ich sogar die Sammelflasche bei einer Rast vergessen. Yes. Papillon? Non, monsieur collecteur. Blumenfreund? No. Lepidopterist. All entomologists are brothers. Sogar Präsident Mobutu zählt zu unseren Kollegen. Der Jäger ist immer auf der Gejagte. Wie der Krieger auf der Bekriegte ist und der Quäler der Gequälte. Wer jagt, wird selbst gejagt. Und wer beobachtet, wird selbst beobachtet. Der Jäger und sein Wild sind eins. Schauen Sie, eine Kakerine. Fällt mir wohl eher eine Zerrenmützige zu sein. Schauen Sie, ein Zitronenfalter. Ich lasse den Flatter fliegen, wenn er alt und verschlissen ist. Eine Zitrine da. Docala adulta. Thank you.
Letzten Sommer gelang es mir wirklich, ein unbekanntes Weibchen einer Gattung zu erbeuten, die ich auf der Grundlage von 9 Männchen beschrieben hatte. Einer der herrlichsten Schmetterlinge der Erde. Mit sammetschwarz und feurig orange-roten Schwingen. Als ich es aus dem Netz nahm, und seine prachtvollen Flügel entfaltete, begann mein Herz heftig zu schlagen, das Blut stieg mir zu Kopfe und ich fühlte mich einer Ohnmacht näher, als hätte ich dem Tode ins Auge geschaut. Ich hatte den Rest des Tages Kopfschmerzen. Unlängst überraschte mich, unweit von Caronia, ein kleiner Duprestit. Es war der große Carpnotis. Schwarz, bronzefarben, zierlich weiß gescheckt. Ich sah ihn mit Rührung. Schon als Kind war ich ihm in den Sammlungen des Hannoverschen Museums am Marschpark begegnet. Er hatte mich gefragt, ob ich dieses fliegende Juwel einmal im Leben in seinem Revier antreffen würde. Nun hielt ich ihn in der Hand. Wenn ich einen Schmetterling töte, entwickle ich plötzlich sehr delikate Hände und feine Finger und kann alles machen. Zum Töten von Polypteren wird von den meisten Sammlern Ether, im speziellen Essig-Ether verwandt. Jeder gefangene Schmetterling wird mit einem fachmännischen Einzwicken der Brust getötet. Ich töte auf die kontinentale bzw. europäische Art. Ich benutze viele Tötungsmittel. Chloroform, Ether, Nikotin, Cyankali. Ein wunderbarer Schmetterling. Er blickt mich bei vollem Bewusstsein im Todeskampf an, während ich ihn zu töten versuche. Er hat ein sehr widerständiges Leben. Ob ein Käfer überhaupt Angst empfinden kann? Die nachlassenden Suchungen seines Körpers, die nasse, eiskalte Watte, die gegen den lemurenhaften Kopf des Vipers gedrückt wird. Unmittelbar nach dem Fang kommt es im Tötungsglas meist zu Krämpfen in den Muskeln. Falls die Tiere nicht mit Sicherheit tot sind, muss man zwischen Abdomen und Thorax kopfwärts kleinste Mengen Ammoniakwasser einspritzen. Die im Ätherglas getöteten Käfer können bis zum nächsten Tag aufgehoben werden. Dies tötet sofort und die Tiere bleiben weich. Die im Cyankali-Glas befindlichen müssen bald herausgenommen werden, damit die Glieder biegsam bleiben. Es ist schade, dass man sie töten muss.
Der präparierte Käfer wird nun auf Karton geklebt. Die besten Klebemittel sind Uhu, Synthetikon, Kanada-Balsam und Glutofix. Beim Nadeln muss man den Falter mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand von unten an der Brust fassen. Dann sticht man eine Insektennadel von passender Stärke von oben senkrecht durch die Mitte des Brustabschnitts. Bevor der Klebstoff fest wird, kann man noch die Lage des Käfers korrigieren. Ebenso die Fühler und Beine. Insektennadeln sind länger und meistens dünner als die bekannten Stecknadeln. Käfer wie bei Ameisen, Termiten und Hymenopteren gefangen werden mit einem Exemplar des Wirtstieres präpariert. Die genadelten Tiere steckt man in eine nicht zu große Schachtel, auf deren Boden eine Torfplatte befestigt ist. Die genaue Bestimmung ist bei vielen Insekten nur möglich, wenn die kompliziert gebauten Kopulationsapparate herauspräpariert werden. Man zieht aus dem frischen Material das Genital hervor und bettet es nach Trocknen der außen anhaftenden Körperflüssigkeit sofort ein. Bei dickleibigen Faltern sollte der Leibesinhalt nach Aufschneiden des Hinterleibes entfernt und durch einen Wattebausch ersetzt werden. Ich klebe das Genital vor das Tier auf den Karton. Die beiden letzten Hinterleibsabschnitte sind unversehrt zu lassen, damit die systematisch wichtigen Begattungsorgane nicht beschädigt werden. Die höchste Form der Jagd ist das Beobachten von Menschen. Sie verspricht gerade in unserer Zeit besondere Beute. Das Fotografieren ist eine Waffe. Das Sehen ist ein Angriffsakt. Beim Fotografieren wiederholt sich in Sekunden ein Prozess der Vernichtung. Durch diesen Tod muss der Einzelne hindurch. Das Foto steht außerhalb der Zone der Empfindsamkeit. Man merkt, dass der Vorgang von einem unempfindlichen und unverletzbaren Auge gesehen wird. Es hält ebenso die Kugel im Fluge fest, wie den Menschen im Augenblick, in dem er von der Explosion zerrissen wird. Das Foto ist ein Medium von unerbittlicher Präzision. Das Foto wird auch in die dritte Dimension eindringen. Jäger und Sammler werden oft sehr alt. Sammler sind unersättlich. Ich habe oft von einer langwierigen und aufregenden Karriere als unscheinbarer Kustos des Schmetterlingskabinetts eines großen Museums geträumt. La 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 la
Museums der vergleichende Zoologie. Mein Museum ist drin, die ganze Welt und die ganze Europa. Wir haben Schmetterlinge aus der ganzen Welt. Ich bin Kustos, dieser absolut sagenhaften Sammlung. Erst wenn man einige hundert Käfer gefangen hat, kann man an das Einordnen derselben denken. Zum Aufbewahren der Käfer verwendet man am besten einen mit einem abnehmbaren Glasdeckel versehenen Kasten. Ich habe die Klassifikation verschiedener Schmetterlingsgruppen neu gefasst und einige Arten und Unterarten erstmals beschrieben und gezeigt. Ich interessiere mich für die Klassifikation, Variation, Evolution, den Körperbau, die Verbreitung und die Lebensgewohnheiten. Der Kasten sollte von etwa 30 cm Länge und Breite 5 cm Höhe sein. Dessen Boden sollte mit Insektentorf belegt, mit dünnem weißem Papier überzogen sein. Hat man mehrere derartige Kästchen beisammen, so können sie dann in kleinen Schränkchen vereinigt werden. Besteht in der Klassifikation gewisser kleiner blauer Schmetterlinge nach dem Bau des Geschlechtsapparats der Menschen. Nimmt man den Käfer von der Präparierplatte, muss er etikettiert werden. Ich bemühe mich, mit zwei Etiketten auszukommen, von denen Ober- und Unterseite verwandt werden. Ich habe in verschiedensten wissenschaftlichen Fachorganen eine Reihe von Arbeiten darüber veröffentlicht. Darunter im Journal of the New Etymological Society, im Bulletin of the Museum of Comparative Zoology. Auf das erste trage ich den Fundort, das Datum und den Sammler ein und auf der Unterseite besondere Umstände. Und in der Doktorist Psyche, Band 52, 26. Oktober 1945, Abbildung 1. Das zweite zeigt Gattung und Art, die Katalognummer, sowie den Namen des Determinators und das Datum seiner Bestimmung. Ich bin Autor der ersten bzw. der revidierten Beschreibung einer Anzahl von Arten und Unterarten, hauptsächlich in der neuen Welt. An fremden Etiketten sollte man möglichst wenig ändern, um die Authentizität nicht zu beeinträchtigen. Tiere ohne Fundortzettel sollte man nicht in der Sammlung dulden. In solchen Fällen wird der Name des Autors in regulärer Type, dem kursiven lateinischen Namen, dem er dem Tier gibt, hinzugefügt. Mehrere Tage sowie ein Nachtfalter sind nach mir benannt worden. Und auf keinen Fall den Fundort aus der Erinnerung oder gar nach Gutdünken nachtragen. Ich habe während der beiden letzten Jahre eine Studie über die Systematik amerikanischer Bläulinge veröffentlicht, die auf der Struktur ihrer Genitalien beruht. Zum Reinigen verschmutzter Käfer verwendet man statt des üblichen Wassers oder Essigwassers das wasserentspannende Reinigungsmittel Pril. Winziger, nur unter dem Mikroskop sichtbarer skulpturartiger Hacken, Zacken
Sporen und so weiter. Die Tiere werden prächtig weich und sauber. Man verwendet aber ausschließlich Brill. Rei ist nicht empfehlenswert. Es verkrampft die Tarsen. In Telluride, Colorado sind die Schmetterlinge zu Hause, die ich als erster beschrieben habe. Und werden sie noch in Generationen zu Hause sein, die zahlreicher sind als die Auflagen meiner Bücher. Auch die Beschreibung gehört zur Jagd. Sie krönt sich in der Benennung, die einer Handauflegung gleicht. Mit einigen meiner Funde haben sich andere Forscher befasst. Einige sind nach mir benannt. Meine Bezeichnungen für die mikroskopisch kleinen Organe, die ich als erste gesehen und abgebildet habe, haben ihren Weg in biologische Wörterbücher gefunden. Ein neuer Name wird in Linnés großes Jagdbuch eingetragen, mit dem eigenen verknüpft. Er bleibt dort als Trophäe, solange das System besteht. Hier eine kurze Beschreibung des Weibchens von Lyceide sublivens. Auf der Oberseite von einem ziemlich sonderbaren, weichen, schwachen Braun, mit einem olivenen Schimmer beim lebenden Insekt, mehr oder weniger stark mit aschblauen Schuppen bestäubt, dreieckige, gräulich-blaue innere Kretule im Allgemeinen auf dem Hinterflügel und in den Radialzellen des Vorderflügels, oft von einigen bläulichen oder gräulichen Ausbleichungen begleitet. Zu den Chimären gern Sandler ist der Panda gelegt. Gehört die Vollständigkeit. Man könnte meinen, dass ich den abhelfen ließ, indem man das Gebiet verkleinert, dem man sich zuwendet. Vergebens. Aurorenflecke reduziert. Kurz und stumpf auf dem Hinterflügel, verschwommen oder fehlend auf dem Vorderflügel, auf beiden Flügeln mit schwindender Tendenz und fast gänzlich fehlend bei drei Exemplaren. Man könnte, um bei den Läufern zu bleiben, aus dem unübersehbaren Herd der Käfer nur diese Gruppe, Carabide, auswählen. Aber sie repräsentiert sich durch die stattliche Menge von 25.000 Arten, die ständig durch neue Beschreibungen vermehrt. Mondförmige, helle, gräulich-blaue äußere Kretule auf beiden Flügeln deutlich ausgeprägt. Unterseite gleich der des Männchens. Aufbewahrt 20 Männchen und 10 Weibchen in der Sammlung der Cornell-Universität und 18 Männchen und 6 Weibchen im Museum für vergleichende Zoologie, Universität Harvard. Ich besitze eine Reihe von raren Spezies. Bembiden aus Colombo, Melatoniden aus Madagaskar. Aus Angola habe ich eine große Zahl von Coleopteren mitgebracht, die ich gerne an Spezialisten, die dafür Verwendung haben, abgebe. Eine Kantaride für Dr. Putz in Schlitz. Eine Sintona für den Kollegen Volvasny. Eine Sphingide für den Berliner Gustav Schenkel. Und eine Skaritide für den Dr. Schönmann in Wien. Parnassius Apollonini, Komenka, Provinz von Podolsk, 12. August 1911. Melandria caraboides. Rammesberger Hohlweg bei Hannover. 15. Juli 1902. Parnassius Phoebus Fabricius. Brück. Mittelschweden mit angrenzenden Inseln auf Waldweinhöchste. Rodolia cardinalis mulz. Kap d'Antibes. 15. Juni 1950 auf Strandgebüsch. Parnassius Nemosyne Higgins, Monte Veneretta, 13. Mai 1967. Hannover, Goslar, Helgoland, Insel Sylt, Osterode. Myra,
Jalta, Bonifacio, Ponte di Legno, Monte Esoli, Praia de Rocha. Rodos, Zulcastro, Pizzarona, La Maddalena, Corsica. Corsica, Ost-Wyoming, Kalifornien, Süd-Dakota. Angola, China, Nordvietnam, Kalulu, Quilombo. Riffelalp, Stachalp, Riffelbogen, Atemboden, Atemboden, Schermtal. Von Birkengebüsch. Oberhalb der Baumgrenze. Von Meeresstabkiefern. Auf einem Feuerkraut. Auf Holzstößen. Auf einem Lindenblöckchen. Auf Viehbeinen. Auf einem Eichenblatt. Von Eichenblatt. In einem Eichenfeld. Von Lindenast. Über Stalk und Rasen. Von blühenden Ginster. Am Abzweiger von Bundesstraße 85. Beim Milagriswetter. In einer Hirschgeberei. Vor dem Bade. Mit Vera. Nach dem Bade. Nach dem Schachspiel. Während einer Marschpause. Nackt. 15. März 1933. 8. April 1935. 7. Mai 1942. 30. Juni 1947. 8. Juli 1964. 20. Oktober 1953. 25. September 1975. 17. September 1953. 18. November 1984. 23. Dezember 1963. 13. Januar 1997. Kyklados Nabokov. Leptonichoides Jüngeri. Echinaitis Nabokov. Petatoretus Jüngeri. Icaritia Nabokov. Syndicola Jüngeri. Parapilaris Nabokov. Ateta Parameotica Jüngeri. Paranoides Nabokov. Chilostoma Cingulatum Jüngeri. Plebolina Nabokov. Gregaria Jüngeri. Pseudochrysops Nabokov. Laius Jüngeri. Pseudonotia Nabokov. Kleptis Jüngeri. Pseudopeter Nabokov. Collaspitea Metallica Jüngeri. Eupenetia Nabokovi. Megalopilus Jüngeri. Hesperia Nabokovi. Neocolyris Jüngeri. Clusiana Freya Nabokovi. Kleptis Jüngeri. Glops Miraculum Nabokovi. Ripsalis Jüngeri. Lucidus Dias Nabokovi. Carabus Jüngerianus. Katerocephalus Kanabokstatus Nabokov. Carabus Kanocichenus Jüngerianus. Kyklagus Amorerentus Nabokov. Zizindela Jüngeria. Glops Nertepida Auricula Nabokov. Zizindela Jüngeriorum. Glops Nertepida Maniola Nabokov. Ordonobius Fragipens Jüngeri. Glops Nertepida Dorothea Nabokov. Carabus Hopsicarabus Jüngeri. Lucidus Dias Oblivens Nabokov. Carabus Saphirinis Jüngeri. Lucidus Melissa Samuelis Nabokov. Oxycarabus Saphirinis Jüngeri Ox. Lucidus Melissa Paradox Nabokov. Kilostitus Ernst Jüngeri. Lucidus Melissa Zollus Samuelis Nabokov. Senus Ernst Jüngeri. Lucidus Melissa Paradox Nabokov. Jüngerius Jüngerie Jüngerianus Ernst Jüngeri. Nabokov 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 Nabokov. Das Foto teilt das Schicksal des vergänglichen Papiers. Es ist, auch wenn es auf flackerndem Material fixiert wird, um nichts weniger sterblich. Wie ein lebender Organismus wird es geboren aus keimenden Silberkörnchen. Erblüht es für einen Augenblick, um alsbald zu altern. Angegriffen vom Licht und von der Feuchtigkeit, verblasst es, vergilbt, verlöscht und verschwindet. Man kann es nur noch wegwerfen. Fotos sind Abfall. Fotos sind Müll. Nach einigen Jahren bleichen die reich pigmentierten Schmetterlinge.
sehen sie der Sonne ausgesetzt zu einem tristen Gelbbraun aus. Gewürm dringt durch die Fugen ein. Winzige Milben machen die Tiere unansehnlich. Eben sie die Haare scheren, Schuppen abnagen. Schimmel. Er setzt sich wie ein Reif, dann wie ein Flaum, endlich aus Pelz in die zarten Objekte an. Die Museumskäfer kamen mit einem Bein. Das Leben ist vom Tod nur noch ein simples Auslösen getrennt. Alle Fotografen sind Agenten des Todes.
la 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 la